Wir sind hier am Arbeiten, wa? Von hier aus schießen wir rein. Boah, wir sind hier am Arbeiten. Wenn ich jetzt hier schiebe, beziehungsweise er den Arm nach hinten zieht. Ja, wir sind hier. Er zieht den Arm nach hinten, bam. Öffnet sich dieses Fenster, dieses Dreieck. Seht ihr das? Was ich mache ist, ich schieße mit der Hand durch. Ja? Nicht nur hier mit den Fingerspitzen versuchen zu kontrollieren, sondern mit der ganzen Hand. Ja? Weil die Hand selber, beziehungsweise das Handgelenk, ist immobil. Und je mehr ich hier Zugkraft draufkriege, aber auch an kontrollierender Fläche, umso besser. Ist logischerweise eine asymmetrische Frage. Ja? Wenn am kleinen Versuch mal ganz groß, beziehungsweise voluminös, dementsprechend hier anzusetzen mit so einem Splitted Seatbelt, funktioniert es vielleicht nicht. Von hier aus angekommen, kann ich erst mit beiden Händen kontrollieren, aber das, was ich will, ist Druck in seine Richtung bringen, kriege ich dadurch, indem ich hier mit dem Körper arbeite und parallel hier richtig reinziehe. Ich will ihn hier kontrollieren. Was ich jetzt hier wieder habe, ist eine Hand frei, das wäre in dem Fall die, die an die Waffe geht und dementsprechend den Weg nach vorne geebnet. Sogenanntes Splitted Seatbelt. Ja, wir sind hier am Arbeiten, ganz normal im Clinch, könnte wieder mit dem Kopfstoß kommen. Ich rutsche rein, wow, hier, Underhook. Schön hoch kontrolliert, bin hier am Arbeiten, er zieht den Arm zurück. Wow, ich feuer durch, bin hier. Ja, Druck in ihn rein, parallel unterstützen der Druck. Sollte er jetzt ganz um sich rausdrehen, kommen wir nachher zu. Ja, wir sind hier am Arbeiten, rein seitlich, die Hand ist frei, kann hier agieren, beziehungsweise hat er einfach die Möglichkeit, kontrolliert zu ziehen. Hm? Okay? Klar? Los geht's ab.